Da die Gardesana Occidentale immer ziemlich überfüllt ist, haben wir uns für die Fährvariante nach Limone entschieden. Mit dem Schiff waren das 27 Euro für die Fahrt hin und wieder zurück. Die Fähre legt direkt in der Altstadt von Sirmione ab. Hier im Video der Dichter Catullus, dessen Grotten noch besichtigt werden können. Um 8.15 Uhr startete unser erstes Schiff. Das sollte uns bis nach Garda bringen. Wir fuhren an der Landzunge von Sirmione vorbei. Hier im Video ist die Isola del Garda zu sehen, die größte Insel im Gardasee. Sie erreicht eine Höhe von 88 Metern, das sind 23 Meter über dem Seepegel. Nach der Volkszählung von 2001 hatte die Insel 10 Einwohner. Wer das schnellstmögliche Wasserfahrzeug bevorzugt, kann die Tragflügelboote, die sogenannten Aliskafi, nutzen. Während der Fahrt wird der Rumpf angehoben und das Boot rast auf Tragflügeln auf dem Wasser. Mit über 80 Kilometern in der Stunde zählt das Tragflächenboot zu den schnellsten Wasserfahrzeugen auf dem Gardasee. In Garda hatten wir eine Stunde Aufenthalt, Zeit für einen Bummel durch die historische Altstadt. Hier findet man schon erste Dekoartikel, die auf den Zielort Limone hinweisen. Hier im Video ist die Villa di Albertini zu sehen. Sie enthält einen öffentlich zugänglichen Park aus dem 19. Jahrhundert. Von Garda geht es weiter nach Salo. Jetzt folgt eine Serie schöner Hafenstädte.
In Salo fährt man am Dom Santa Maria Annunziata vorbei. Von Salo geht es weiter nach Cardone. Dort kann man den Garten von André Heller besichtigen. Und schon geht es weiter nach Poliaco. Hier ist die Anlegestelle direkt an einem Hafencafé. Zu sehen ist hier die Villa Betoni in Gargano. Die historische Heimat der Grafen von Betoni liegt in Poliaco, wo die Nachfahren der Familie noch heute residieren. In einer majestätischen Villa, welche in der ganzen Lombardei einzigartig ist und die in einem monumentalen Garten eingebettet ist. Von Poliaco geht es weiter nach Gargano. Die Kirche San Martino erscheint im eleganten Glanz. Im Video zu sehen ist natürlich der Hafen. Nun legt das Schiff in Campione del Garda an. Zu sehen ist hier wieder die Anlegestelle und wie die Gardesana Occidentale am Ufer entlang führt. Wir wechseln die Seite nach Malcesine. Malcesine befindet sich am Ostufer des Gardasees, direkt am Fuße des Monte Baldo. Rund 4000 Menschen leben in der Gemeinde, deren Silhouette von der Scalinger Burg dominiert wird, welche einen sehr wichtigen Teil der Geschichte von Malcesine bildet. Monte Baldo und der Gardasee sind auch ein Mekka für Anhänger des Paragliding. Dank der aufsteigenden Strömungen ist es möglich, mit dem Gleitschirm nach dem Start bis auf 3000 Höhenmeter hoch zu fliegen.
Von Malcesine geht es nach Limone, dem Ziel der Reise. Am Fuß eines steilen Berghanges liegt terrassenförmig an den See gebaut das Örtchen Limone. Mit Zitronen hatte der Name des 1000-Einwohner-Dorfes ursprünglich nichts zu tun. Limone kommt vom lateinischen Wort Limes zu Deutsch Grenze, weil hier lange die Grenze zwischen Österreich und Italien verlief. Der Ort ist ein äußerst beliebtes Touristenziel und stößt im Sommer regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen. Hier zu sehen ist das bunte Treiben am alten Hafen. Trotzdem hat Limone die Zitrone zu seinem Wahrzeichen gemacht und vermarktet sie hervorragend. Es gibt sie als Wandkachel auf T-Shirts, Handtüchern und Postkarten in Gips oder in echt. Abseits vom Trubel in den engen Seitengässchen oder in den höher gelegenen Olivenhainen geht es auch immer noch sehr ruhig und romantisch zu. Sehr schön angelegt ist auch die Promenade. Oder wie hier der Ausblick auf den Strand von Limone. Im Video zu sehen ist der Brunnen am Piazza Garibaldi. Schon nach 2 Stunden ist es aber Zeit zum Aufbruch zurück. Dann noch einen wunderschönen Sonnenuntergang zu genießen.